Kinder sind unser wichtigstes Gut und wir müssen sie schützen. Diesen Ausspruch haben Privatpersonen aus unserer Region verinnerlicht und ein Kinderfest der besonderen Art organisiert. Neben Spiel und Spaß wurde ein Zeichen gegen Gewalt, Missbrauch und Mobbing gesetzt. Der Veranstaltungsort am vergangenen Samstag war die große Wiese neben dem Krosner Bad, wo immer die Highland Games stattfinden. Los ging's am Samstag um 13 Uhr und schon bald waren die Gäste da. Zu erleben gab es jede Menge. An den verschiedensten Stationen konnten sich die Kids so richtig austoben. Für viele das große Highlight, mal auf einem Motorrad zu sitzen, welches dann auch noch richtig losröhrte. Wer sich dann erstmal stärken musste, auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Hier mit dabei auch das Team vom Vogelsiedler. Also wenn ich hier so über den Platz gucke, ich bin unheimlich glücklich. Also der Platz ist voll, die Kinder sind alle am Rumtoben und am Spaß haben. Es wird gegessen, getrunken, gehüpft, gebastelt, gegrillt. Absolut, also ich bin total glücklich, dass unser Konzept, so wie wir uns das überlegt haben, so einschlägt. Super. Das Konzept nochmal aufgreifen. Ihr wollt euch stark für Kinder machen, ihr habt euch stark für Kinder gemacht. Nochmal für unsere Zuschauer, was waren die Ziele, die ihr heute verfolgt? Das große Ziel war, ein Zeichen zu setzen oder den Kindern eine Stimme zu geben, die es einfach schwer haben, sich selber zu äußern oder das zu vertreten. Ja. Wir wollen die Stimme sein für die Kinder, die das nicht können, im Zeichen oder in Form von Mobbing, Gewalt jeglicher Art oder Kindesgefährdung. Das ist unser Ziel. Wir haben es gesehen oder wir haben sie ja auch schon begrüßt. Es sind Biker mit langen Bärten da. Es sind verrückte Tätowierte da und das sind aber alles solche Herzensmenschen, die einfach für Kinder stehen. Ich denke einfach, wir sind in einer Zeit angekommen, wo Äußerlichkeiten nicht mehr ausschlaggebend sind, um den Leuten irgendwie was zu unterstellen. Also das ist so meine persönliche Meinung, ne? Und ich denke auch von vielen anderen. Das sind alles Menschen, die sind alles Papas, Mamas, Opas teilweise schon, ne? Die sind alles sowas von kinderlieb und das wirklich Größte und Tollste ist, als wir gefragt haben und denen erzählt haben, worum es ging. Es war keiner, der gesagt hat, nee, die haben alle gesagt, wo müssen wir sein, wann müssen wir da sein, was können wir machen. Genau so lief das ab. Also ihr habt richtig tolle Partner gefunden. Jeder macht hier was anderes. Wir sehen es im Hintergrund, es wurde toller Kuchen gebacken. Jeder hat sich irgendwas einfallen lassen. Es ist einfach eine richtig runde Sache. Also wenn das heute richtig einschlägt, wovon wir ausgehen, wird es eine Wiederholung geben? Definitiv. Also wir wurden ja schon gefragt, wann der Termin fürs nächste Jahr steht. Und im Kopf sind wir jetzt schon so weit, dass wir sagen, ja, das müssen wir in die Ecke und die Ecke einfach noch erweitern, um einfach noch mehr aufgreifen zu können von diesen kritischen Themen. Und genau das werden wir tun. Man hatte am Samstag kompetente Partner eingeladen, die sich mit der Thematik Gewalt gegen Kinder auskennen. Ja, mein Name ist Rainer Langhahn. Ich habe in Zwickau eine Praxis für Kinder und Jugendliche in Psychotherapie. Das heißt, bis zum 21. Lebensjahr kommen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene zu mir in die Praxis. Wir haben einmal die Gründe hinterfragt, weshalb man seine Praxis aufsucht. Meistens hat es was mit Gefühlen zu tun, hat mit Lebensumständen zu tun, hat mit Dingen zu tun, die in der Schule passieren, im Kindergarten, in der Familie. Also da ist oft Traurigkeit, aber auch Wut, Aggression. Und es hat was damit zu tun, oft, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene letztendlich eine große Anpassungsleistung erfüllen müssen, um allen Dingen gerecht zu werden und das meistens nicht schaffen. Eines war Rainer Langhahn dann noch wichtig. Also ich möchte noch mal ein Statement abgeben hier zu der Veranstaltung heute. Also die Dani, die kenne ich schon relativ lange. Die kenne ich als Tätowiererin und die kenne ich auch als Mensch und die kenne ich auch als gute Bekannte und Freundin. Und die macht hier so eine Aktion mit ihrem Netzwerk, mit ihren Freunden, mit dem Heiko und mit all den anderen. Und das ist in der heutigen Zeit, sowas ehrenamtlich zu machen, wo man nichts dafür kriegt und hier so eine Veranstaltung auf die Beine stellt, wo andere dafür eine Firma nehmen, die dann wieder einen Haufen Kohle verdienen und so weiter. So eine Veranstaltung hier zu machen mit Freiwilligen, mit den vielen Kindern, den Familien, der Feuerwehr, all den anderen Leuten, mit ihrem Netzwerk. Das ist einfach sensationell und das muss man loben und das ist für die Kinder gut, denn gerade Mobbing passiert oft im Untergrund, oft kriegt man es nicht so gut mit und wenn man es mitkriegt, ist es manchmal schon sehr, sehr spät und fortgeschritten und dann sowas hier zu machen und darüber aufzuklären und das mit Spiel und Spaß und mit Freude zu verknüpfen, genauso ist es richtig. Und da muss man der Dani und dem ganzen Team einfach mal Danke sagen und irgendwie auch seinen Hut nehmen.
Und ja, das auch in Ehren halten, dass es hier bei uns in der Stadt sowas gibt. Gerne waren zum Kinderfest auch Vertreter der Eispiraten Grimmitschau gekommen. Einen Tag zuvor fand die offizielle Mannschaftspräsentation statt. Und natürlich sind die Kinder unser größtes Gut. Auch da wollen wir uns als Club weiterentwickeln und auch Möglichkeiten bieten für die Kinder. Deswegen haben wir auch in diesem Sommer unseren Eispiraten Kids Club gegründet. Nachdem wir jetzt eigentlich schon mehrere Jahre da versucht haben, einen Startschuss zu finden, ist es uns dieses Jahr endlich gelungen. Zunächst erstmal online, wo es viele tolle Inhalte für die Kinder gibt. Und demnächst dann auch bei uns im Stadion, wo wir auch dann physisch ein paar tolle Projekte zusammen umsetzen wollen. Egal, ob das Thema Einlaufkinder ist oder ob man mit den Fangruppierungen mal zusammen ein paar Choreos basteln kann. Zusammen vielleicht mal zu einem Auswärtsspiel mit der Eispiratenmannschaft fahren. Einfach solche Sachen, dass wir die Kinder auch mehr mit fördern, mehr mit fordern, mit bei uns auch am Eishockey-Standort einbinden. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Kinder auch motivieren, selbst Sport zu machen. Und was auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was wir uns natürlich auch auf die Fahnenstange geschrieben haben, was auch super zu diesem Event hier heute passt, gegen Mobbing, gerade Cybermobbing zu arbeiten, gegen Gewalt gegen Kinder. Das ist so ein Thema, was wir noch intensivieren werden, auch über die nächste Saison schon. Und deswegen sind wir auch stolz und froh, dass wir das heute hier auch mit so erklären können, dass wir heute mit da sein dürfen. Und vielleicht, wie schon angesprochen, können wir da zusammen auch schon ein paar Sachen in der neuen Saison machen. Kurzfristig konnte man für das Fest auch noch einen tollen musikalischen Act gewinnen. Ja, da bin ich ganz glücklich darüber, dass der Toni heute Zeit hatte und auch sofort Ja gesagt hat tatsächlich. Mir wurde sein Instagram-Profil geschickt mit dem Vermerk, schau dir das mal an, ich glaube, der passt gut zu eurem Event. Und dann habe ich so ein bisschen rumgestalkt auf seinem Profil und habe gedacht, jawohl, den schreibst du jetzt einfach mal ganz kurz und bündig an. Und so sind wir in Kontakt gekommen, ne? Genau. Ja, also ich werde mir vorstellen, ich nenne mich Totzi, der positivste Deutschrapper aus Berlin und ich mache positive und aufbauende Deutschrap und setze mich auch sehr stark für Kinder ein und für Jugendliche, mache soziale Projekte an Schulen, auf Veranstaltungen wie diese zum Beispiel, wo ich dann diese positiven Songs spiele. Ja, und ich versuche immer so ein bisschen auf das Thema Kinderschutz einzugehen und so ein bisschen zum Nachdenken zu bewegen, dass sich da ein bisschen was ändert, weil die Kinder sind unsere Zukunft, das dürfen wir nicht vergessen und die werden leider viel zu wenig in Betrachtung gezogen und da wollen wir halt ein Statement dazu setzen heute zusammen. Musste mich selbst aus dem Sumpf herauskämpfen, was ich auch geschafft habe. Und ich möchte, dass heute den Kindern und Jugendlichen besser geht. Deswegen setze ich mich auch gerade gegen Mobbing ein. Dieser Song ist zum Nachdenken und soll auch den Kindern und Jugendlichen helfen. Let's go! Du bist immer gemobbt, jeden Tag, jeden Tag. Nein, es ist kein Spaß. Jeden Tag blöde Sprüche und noch mehr. Jeden Tag am Wein, du kannst nicht mehr. Du wirst immer gemobbt, jeden Tag, nein, es ist kein Spaß. Jeden Tag blöde Sprüche und noch mehr. Jeden Tag am Wein, du kannst nicht mehr. Während es auf dem Festgelände für die Jüngsten jede Menge zu erleben gab, kam auch bei den Erwachsenen keine Langeweile auf. Man traf Freunde und Bekannte und es herrschte so diese familiäre Atmosphäre. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dem Kinderfest. Wir sind hergekommen und haben eben gedacht, ja, ganz normal, aber dass das so gut angenommen wird und auch so viel zu erleben ist, finde ich super für die Kids, ja. Das sind ja private Initiatoren, die sich zusammengeschlossen haben, das mit ganz viel Herzblut vorbereitet, Unterstützer gefunden haben. Ich glaube, sowas braucht diese Gesellschaft, diese Zeit. Absolut, weil wenn es die Kommune nicht schafft oder wer auch immer, dann braucht man ja private Investoren. Und dass das dann so möglich ist, ist natürlich hervorragend, weil die Kids brauchen ja auch ein Stück weit einen Auslauf. Wir gucken dann immer mal so im Stadtmagazin, was kann man denn am Wochenende machen. Und wenn sowas dann natürlich auftaucht, geht man natürlich gerne hin. Nach dieser großen Resonanz sollte eine Neuauflage von Wir machen uns stark für Kinder wohl nichts im Wege stehen. Weiter geht's dann aber erst einmal mit dem Weihnachtswunder am Gasthof Vogelsiedler, welches genau diese Menschen bereits zum dritten Mal auf den Weg bringen werden. Den genauen Zeitpunkt teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.